Ein geheimnisvolles Liebesorakel. Du und er. Hier spiegelt sich etwas. In der linken Seite sind deine Karten, gegenüber sind seinen Karten. Und es handelt sich natürlich um Liebesangelegenheit. Das ist eine allgemeine Legung, aber es besteht die Möglichkeit, dieses geheimnisvolles Liebesorakel buchen. Mein Honorar beträgt 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro. Mit vedischer Astrologie zusammen 25 Euro beziehungsweise 27,50. Dein Gegenwart sehen wir hier in der Mitte. Die Kelchen symbolisieren die Gefühle. Du möchtest Gefühle zeigen, auch annehmen. Du wünschst auch ein glückliches Familienleben leben und bist in Vertrauen. Du vertraust deine Zukunft. Und hier die Zahl 10 bedeutet schon ein Neuanfang, wenn eine neue Periode beginnt in dein Leben. Du wirst deinen Platz einnehmen, weil du bist hier die Königin. Und du beherrschst dein Leben, zeigst du die Feuerelement. Und das bedeutet deine Kraft, dein Mut, deine Begeisterung. Aber bevor du handelst, möchtest du noch etwas genau anschauen. Du brauchst auch diese kurze Pause, damit du im inneren Gleichgewicht kommst. Sein Gegenwart sehen wir hier. Er hat noch etwas zum Kämpfen. Das kann ein innerer Kampf auch sein, wenn er überlegt, oh, soll ich oder soll ich nicht? Ich weiß nicht, in welche Richtung soll das weitergehen. Nicht nur in der Liebe, sondern auch finanziell und beruflich, was hier sichtbar ist bei diesem goldenen Taler. Diese Karte kann auch bedeuten, dass er Einflüsse von außen hat und das ist nicht schön, nicht angenehm. Er muss sich behaupten, er muss sich wehren, hat aber einen Sieg. Und was euch beide betrifft, er kommt ins Bewegung, überreicht diesem goldenen Taler. Und das bedeutet entweder eine finanzielle Unterstützung oder ein berufliches Angebot oder Wertschätzung. Aber diese Wertschätzung ist nicht nur das, was er geben kann, sondern da möchte er auch einen Sieg haben. Er will das auch bekommen, weil er möchte, dass du ihn ehrst, dass du ihn lobst. Und die Zukunft, wie stellst du deine Zukunft vor oder was erwartet dich in die nächste Zeit? Das sehen wir hier oben. Die hohe Priesterin kann deine Spiritualität bedeuten oder dein Urvertrauen. Es wird alles so sein, wie das hier in diesem Schicksalsbuch beschrieben ist. Du vertraust dein Schicksal. Und so herrschst du über deinen Gedanken, deinen Gefühlen. Du beherrschst dein Leben. Hier zeigt diese Herrscherin. Und was passiert dann? Er nähert sich, überreicht diesem goldenen Pokal und zeigt seinen Gefühlen, zeigt dafür Offenheit
Und hier die Zweisamkeit bedeutet schon die Liebe zwischen euch beiden. Und seine nahe Zukunft, er ist noch im Rückzug. Vielleicht braucht er diese Stille. Er muss etwas noch verinnerlichen. Er überlegt dann auch, wie soll das weitergehen. Und diese Kraft kann seine inneren Kraft bedeuten. In Ruhe liegt die Kraft. Aber diese Karte kann auch bedeuten, dass du gibst ihm Kraft oder er gibt dir Kraft, er unterstützt dich. Und hier dieser Rad dreht sich und hat einen Einfluss auf die Schicksal. Und er hat auch diesem Vertrauen, genauso wie du auch. Die Geheimnisse, was du noch nicht wirklich wahrnimmst oder was noch gar nicht bewusst ist, weil das später kommt. Hier sehen wir Sonne und Mond, bedeutet das männliche und das weibliche Energie, das bewussten Ebenen und unbewussten Ebenen. Und hier die inneren Gleichgewicht, das bringst auch im Gleichgewicht. Und du lenkst diese Wagen und das bewegt sich in die Richtung, was dein Traum oder deine Intuition sagt. Und die Sonne beleuchtet diesen Weg, macht das alles sichtbar. Und noch in Sommermonaten. Und seinen Geheimnissen, was er noch nicht wirklich wahrnimmt oder weil das später kommt, hier sehen wir seine Ideen, aber er weiß noch nicht, wie er das verwirklichen soll. Soll er einen Schritt nach vorne wagen oder lieber nicht? Er möchte nichts überstürzen. Aber er hat diese magische Anziehungskraft. Er hat diese Magie. Und diese Magie hilft ihm auch, die richtigen Entscheidungen treffen oder auch mal nach vorne bewegen. Und hier sehen wir dich als Königin und du herrschst über das Wasserelement. Und Wasserelement symbolisiert die Gefühle. Er vertraut deinen Gefühlen. Oder er hat die Erwartungen, dass du entgegenkommst, weil er spürt diese Magie zwischen euch beiden und er vertraut deinen Gefühlen und du gibst ihm auch Kraft, das haben wir hier auch gesehen. Er ist noch unschlüssig, was die Handlungen betrifft, weil diese Karte bedeutet noch Unsicherheiten. Aber wenn du eine Bestätigung gibst, dann kommt er schon ins Bewegung. Und das war dieses geheimnisvolle Liebesorakel. Wenn dir dieses Video gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn du diese Aufnahme likest oder meinen Kanal abonnierst. Du kannst gerne deine Meinung im Kommentar schreiben. Oder ich freue mich auch, wenn du mich besuchst in Facebook-Seite Dendera Medici oder Dendera Susanna Medici. Und dort erscheint täglich die Maya-Kalender. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe, eure Dendera.